Das nächste Konzert an einem besonderen Ort, der Synagoge von Victoria. Im Mittelpunkt standen wie bereits in New York die Werke von Daniel Peter Biro, nur dass er dieses Mal über den Hintergrund seiner Kompositionen sprach und sie erklärte. Er schaffte Aufmerksamkeit für die Zusammenhänge zwischen seiner Musik und den aktuellen Geschehnissen in der Welt. Komplexität und historisches Bewusstsein als ein offensichtliches Auflehnen gegen den gerade so verbreiteten Wunsch nach Einfachheit und leicht Erklärlichem. Das sind dieses Konzert Lieder von Viktor Ullmann und ein Madrigal von Gideon Klein mit aufgenommen wurden, kommt nicht von ungefähr. Beide Komponisten starben im Konzentrationslager. Und was macht das mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn neue Musik im Rahmen ihrer Aufführung erklärt wird? Honestly, I don't know that I feel that it's completely necessary. But I think in the case of new music, it is enriching to be aware of what he's built. Also es hilft schon, wenn man ein bisschen was dazu gehört hat oder dazu gelesen hat. Es hilft sehr bei allen neuen Musikstücken, finde ich, wenn man ein bisschen mehr weiß, was sich der Komponist dabei gedacht hat. Das ist ganz klar. I mean, to the extent that new music, unlike classical music, is an experimental form, always breaking boundaries rather than consolidating them, yes, I think it's important to be able to have some awareness of the context out of which this music arises. But of course, you know, music is one of the most abstract arts. Without any specific reference in the way that, say, painting or photography or literature has. And so, you know, in some sense, of course, you have to throw that context out as soon as you know it. You have to let it go. But having it, I don't think is a problem. In fact, I think it really deepens one's relationship to the work.